Hallo, ich bin Waldi und heute bauen wir einen Grill. Wir haben eine sehr tolle Möglichkeit, weil mein Bruder hat ein Geschenk bekommen, also von seiner Frau. Neues Grill, Genesis 2 S310. Also ich finde das sehr, sehr gut. Ich habe schon in ein paar Videos gesagt, also dass ich bin ziemlich skeptisch, also wegen der drei Brenner. Ob das reicht für eine Familie, drei Brenner, das sehen wir heute und viel Spaß. Zum Auspacken, wir haben so circa 20 Minuten gebraucht. So, jetzt wir fangen mit dem Aufbau. Sehr wichtig ist, Kabel muss nach innen reinkommen. Kabel und Gasschlauch. Bedienknopf, also kann man immer wieder zum Beispiel auch rausziehen. Zum Beispiel, ich will also diese Fläche wieder saubern. Dann mache ich die ganz einfach abbauen und dann kann man wieder reinstecken. So. Funktioniert wunderbar. Wir haben für Aufbau circa eine Stunde gebraucht, aber das war ziemlich gemütlich. So, ich habe jetzt eine Flasche mit 11 Kilo Füllung. Da zum Beispiel auf der Flasche steht 12,5, das heißt Nettogewicht. Das wiegt nur Flasche und dann Füllung 11 Kilo extra. Und nach meiner Meinung, wenn jemand so eine Flasche kauft, muss man lieber so gleich also dann mit 11 Kilo Füllung nehmen. Kann man auch also mit 5, aber das geht schon ziemlich schnell weg und lieber dann immer zwei Flaschen haben. So, bei dem Gasflasche ist immer Linksgewinde. Da muss man nicht vergessen, nicht wie immer wieder Schraube andrehen oder rausdrehen. Da ist ein bisschen in falsche Richtung mit Linksgewinde. Da muss man ganz einfach reinstecken und reindrehen, dass deine Kamera auch sieht. Ich ziehe immer vom Hand,
Ihr habt noch nie einen Schlüssel gebraucht. So, und am Anfang an lieber auch also dann Schlauch überprüfen, ob gibt es vielleicht also Undicht oder nicht. Da muss man schauen, also ob bei uns alle Brenner ausgeschaltet sind. Jetzt mache ich ganz einfach Flasche auf. Und dann nehme ich also ganz einfach Wasser mit Spülmittel und einen Schwamm. Und mache ich dann überall drauf. Und da sieht man also, ob irgendwas undicht ist oder nicht. Wichtig ist also besonders bei Verbindung zum Beispiel anschauen. Und da sieht halt alles wunderbar aus. So, dann hier habe ich also jetzt Kanterschutz gemacht. Und da kommt also dann Flasche ganz einfach rein. So rum. Jetzt schalte ich alle Brenner an. Erste Position, das ist immer Vollgas. Und noch eine sehr, sehr wichtige Sache. Niemals Grill anschalten, wenn Deckel zu ist. Weil sonst, also da kommt also Gas, das jetzt hört man so eben zum Beispiel. Und wenn ich jetzt also dann Knopf drücke, dann könnte also ein Boom sein. Und deswegen lieber immer Deckel aufmachen, nur danach Grill anzünden. Wir haben für Aufbau so circa eine Stunde gebraucht. Und da sieht man, das ist alles aus Edelstahl. Also komplettes Deckel, Ablagetische. Und Deckel, das ist nicht nur ein Blech, sondern das ist auch also doppeltes Blech. Und er hält Hitze. Warmhalterrost auch aus Edelstahl. Und oft bei mir wurde gefragt, wie muss man das also aufputzen zum Beispiel. Das kann man auch also ganz normal mit Grillbürste sogar aufputzen. Dann innen drin, das ist komplette Wanne, die ist aus Aludruckguss. Alle Brenner aus Edelstahl, alle Aromaschinen und auch Florizen auch aus Edelstahl. Und jetzt kommt Gussrost. Und sage ich, was mir also dann sehr, sehr gut gefällt, also bei Weber, dass es innen drin richtige Hitze entsteht. Weil Gussrost nimmt Hitze, Alu-Guss-Druckwanne und dann doppelte Deckel und da könnte nichts kaputt gehen. Da sehen Sie selber, was soll da überhaupt rosten. Dieses Grill könnte also von mir aus also 20 Jahre also dann funktionieren. Weber Grill hat sowieso 10 Jahre Garantie. Und bevor ich mit Grill anfange zum Grillen, mit neues Grill, ich muss ihn ausbrennen. Das heißt, muss man Gasflasche aufmachen und alle Brenner ganz einfach anschalten auf Vollgas. Und Grill so circa 40 bis 50 Minuten ausbrennen lassen, dass er richtige Hitze entsteht und komplette Konservierungsstoffe dann rauskommt. Und am Anfang kann also zum Beispiel, also wenn ihr Grillwürstchen, Burger, Gemüse, Steak grillt, das kann man bei direktes Feuer, das heißt also Brenner ganz einfach anschalten, Grill in Ruhe lassen, dass er also seine Temperatur annimmt. So circa 15 Minuten, ihr könnt also ganz einfach ihn richtig vollheizen. Und wenn Grillrost richtig heiß wird, Grillrost einölen und danach Grillwurst zum Beispiel drauflegen, Gemüse und das kann man bei direktes Feuer machen. Bei indirektem Feuer, das heißt also zum Beispiel zwei Brenner angeschaltet und eine ausgeschaltet. Und da zum Beispiel also kann man in diesem Bereich, kann man zum Beispiel Hähnchenkeule, Drumstick, Bierchen zum Beispiel zum Aufstellen. Bei mir wurde auch immer wieder gefragt, wie hoch ist der Deckel? Ob könnte so ein Bierhähnchen zum Beispiel hineinpassen? Also auf jeden Fall, ich habe jetzt gemessen, da ist 23 cm von dem Grillrost bis zum Deckel. Also auf jeden Fall, also das muss richtig passen. Ich habe bei meinem Grill zum Beispiel gemacht, sogar drei Hähnchen aufgestellt und hier geht das auch. Arbeitshöhe 95. Zum Beispiel Arbeitshöhe, also ich bin 1,80 Meter
und das funktioniert wunderbar. So, hier ist also so circa 68 breit auf 48 tief und Gesamtlänge 1,45. So, jetzt kann man ihn einbrennen und grillen anfangen. So, wie ich sehe, Grill hat locker 350 Grad erreicht. Was braucht man mehr? Sonnenblumenöl und halbes Zwiebel mache ich jetzt auf Gabel. Ganz einfach reinstecken. Und vor dem Grillen mache ich immer zuerst komplettes Grillrost einschmieren. Ich habe jetzt alle möglichen Steaks, also aber das ist marinierte Steak, normalerweise das verwende ich nicht. Aber auf jeden Fall, wir haben heute also dann unterschiedliche genommen, wie oft er so dann als Anfänger benutzt hat. Wir haben jetzt alles draufgelegt und nach 3 Minuten drehe ich um und dann schauen wir mal, also wie lange wir noch brauchen. Auf jeden Fall, marinierte Steaks, die brauchen nicht viel. Und die sind sowieso ziemlich dünn und deswegen, ich denke, 3 Minuten von beiden Seiten wird ausreichen. So, jetzt ist 3 Minuten vorbei. Sehr gut aus. Noch 3 Minuten. Auf jeden Fall, diejenigen, welche dünn waren, die kommen sofort also raus. Ich will jetzt schauen, also wie das aussieht. Richtiges Steak, das ist marinierte, vom normales Lebensmittelgeschäft. Aber die sind also schon durch und fertig, alle rausnehmen. Auf jeden Fall also mit dem Grill, also ich war sehr positiv überrascht. 3 Brenner, aber schon ziemlich viel Platz. Und wir haben also alles Mögliche also heute gegrillt. Nicht nur Fleisch, sondern auch also Gemüse. Und Grill hat locker auch 350 Grad erreicht. Wunderbar. Und meiner Meinung nach für nicht so große Familie, so ein Grill wird vollkommen ausreichen. Danke für's Zuschauen. Tschüss und bis nächstes Mal.